Also ich könnte ja jetzt da hochgehen wieder, aber ich weiß es nicht, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, ob es die richtige Entscheidung ist. Ich könnte jetzt auch einfach wieder das Spiel laden, ne? Müsste hier nicht mehr wieder rübergehen. Oh, 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 ah! Huhuhu. Lass sie in Ruhe, lass sie in Ruhe. Nein, sie ist gestorben. Er hat sie getroffen und geschlagen und getötet und gefoltert, der blöde Typ so. Kontrollpunkt. Oha. Man kann es ja auch übertreiben. Das sieht heftig aus. Voll häslich. Ja, ich guck gerne ungespielt. Ich finde das so geil, ne? Wenn die mal häslich sagen. Du Häsliger. Voll geil, ey. Ich muss mir das angewöhnen, das ist cool. Ey, das verändert einen voll, ne? Diese scheiß YOLO und Wörter und so, die gewöhnt man sich dran. Man gewöhnt sich dran irgendwie. Ich meine, ich gucke ja jetzt Sips LP und Table Tennis Gamer. Und die reden auch immer so komisch. Nicht komisch. Die reden immer so, ich weiß nicht. Nee, also so reden die nicht, ne, wie so ein Berliner, aber die reden so ganz komisch reden die. Ich kann es gerade nicht doch ich hier so ich und so und ich weiß nicht, also die haben eine Sprache für sich, die Leute. Das war voll cool. YOLO. Ja, geil. Hammer. Das klang gerade schwul. Injol. Was auch immer. Voll komisch. So, ungespielt und alle anderen sagen häslich. Und ich habe ein neues Wort erfunden. Ich sage statt komisch immer komisch. So, jetzt bin ich auch YOLO. Voll cool. So geht's hier richtig lang. Und so bin ich jetzt richtig. Ja, ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Aber hier geht's weiter. Aber irgendwo kam ich doch her, ne? Also das kommt mir gerade mal so spanisch. Ach so, ich kam mir doch vor. Ich wollte schon sagen, wenn ich hier nicht hergekommen wäre, dann wären ein paar Gegner, ne? So ist das. Die Dinger sehen ja aber auch irgendwie gerade so ein bisschen gleich aus. Was ist denn das? Speichern. Oh yeah. Ich mach mal wieder, ich lösche mal so ein bisschen was. Gerade eben. Und speichere hier nochmal. So. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt hier richtig bin. Also das Level ist schon dunkel. Deswegen muss man ja auch mit einer höheren Helligkeit spielen. Sonst sieht man überhaupt gar nichts. Ich finde das immer scheiße. Ja, was wollt ihr denn? Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Ja. Mach mal, ne? Ey, der will mich die ganze Zeit erwürgen. Geh doch mal weg hier. Zwei Stück von denen. Also ich finde das schon scheiße, wenn man gerade bei Minecraft oder gerade bei irgendwelchen anderen Spielen zuguckt, wo es dunkel ist und man eigentlich im Grunde genommen gar nichts erkennt. Kann man sich auch gleich eine Pizza holen, nebenbei Fernseher gucken und einfach zuhören. Ne? Ist genau dasselbe. Wer guckt eigentlich von euch noch Fernsehen? Ich manchmal, wenn mein PC gerade nicht geht. Oder ich gerade irgendwie mal Bock auf was anderes habe. Oh, das war brutal. Dann gehe ich mal nach unten, schalte Viva an und guck Crash Canyon oder South Park. Oder ich gucke einen Zeichentrickfilm oder sowas. Oder RTL Now. Ne, RTL Now gucke ich hier nur im Internet. Volle RTL-Freak, ha. Ich gucke RTL jetzt nicht irgendwie, weil es besonders ist oder weil es einfach cool ist oder weil ich voller RTL-Fan bin. Ich guck's eher, weil RTL scheiße ist, weil die Leute, die da mitspielen, total lustig sind. Also jetzt nämlich nicht in dem Sinne, ah, voll lustig hier, ich lach mich weg. Sondern eher, oh mein Gott, was ist das für einer? Aber ich weiß, dass alles gestellt oder gespielt ist, ne? Das ist mir klar, so. Ja, genau, mhm. So muss das sein. Mhm, alles klar, okay. Und nochmal.
Ach ja, oh Gott, wie wenig Leben habe ich denn? Ich heile mich erstmal. Ja, okay, mit neuen Energie ist das auch viel. Ist das auch jetzt sehr möglich. Ja, genau, 3! Mach doch gleich Bukake auf mir. Ja, volle Styler. Lasst mich einfach entfliegen, in Ruhe. Oh ja, geil, ich töte ihn jetzt. Also wenn ich jetzt Jedi Academy bald zu Ende habe, ich denke mal, weniger als 30 Folgen brauche ich dafür. Also ich denke mal noch hier 5 Folgen oder so, dann habe ich das. Mit der gerade nicht mitgezählt. Doch schon? Nee, nicht. Also weniger. Mit der sind es weniger. Und dann wird es mal Zeit für ein neues Star Wars Game. Battlefront habe ich ja nebenbei am Laufen. Ihr seid voll die Star Wars Freaks, irgendwie habe ich das Gefühl. Wenn ich Star Wars mäßiges Let's Play, ja? Ich denke mal, das kann ich so machen. Das kann ich so machen. Ich glaube, ein Lego Star Wars könnte mal. Das könnte man sich auch mal reinziehen. Wollt ihr ein Lego Star Wars sehen oder wollt ihr Star Wars Rouge Rebellion. Rebellion Strike oder wie das auch immer heißt sehen? Das ist so ein Spiel. Das ist auch ein Star Wars Spiel. Also, aber Teil 3, ne, zockt man dann halt. Da kannst du auch ganz normal rumlaufen und da kannst du aber auch Flugzeug fliegen, ne? Das ist halt. Eigentlich ist es ja so ein Flugzeug-Star Wars-Game, aber du kannst auch mit deinem Jedi rumlaufen und catchen und so ein bisschen. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr mir das auch mal schreiben. Ja, ansonsten Lego Star Wars ist auch mal ganz schön. Ist toll und so. Da könnt ihr mir das auch mal schreiben. So. Wie konnte ich irgendwo, das habe ich mir mal gemerkt. Ich meine, das ist schon mittlerweile 3 Jahre, dass ich das mal gezockt habe. Aber, genau. Das musste ich kaputt hauen. Da habe ich auch lang rumgerätselt. Muss ich euch sagen. Aber gut. So, jetzt haben wir gerade irgendwas zerstört. Ich guck gerade nochmal, ob hier irgendwas war. Hä, was willst du denn, du Kartoffel? Ich soll mich zeigen. Ey, der will mich nackt sehen. Der Perversling. So, ich glaube, mir wurde gerade was gezeigt. Ich weiß jetzt nicht direkt, wo das war, aber ich glaube mal, das müsste wieder hinten irgendwo sein. Ey, heute rede ich voll viel über hinten. Meine Kinders. Darauf, komm mal, ich nicht klar. So. Alles klar, okay. Vielleicht musste ich ja echt da doch hin. Ey, geh doch mal hoch. Ist der zu dumm, um Treppen hochzugehen? Also, ich könnte ja jetzt da hochgehen wieder. Aber ich weiß es nicht, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. Ob es die richtige Entscheidung ist. Ich könnte jetzt auch einfach wieder das Spiel laden, ne? Müsste hier nicht mehr wieder rübergehen. Er springt nicht die Lava, verliert 25 HP, aber lebt noch, ne? Irgendwie voll realistisch. Real. Einmal hin, alles drin. Ah, guck mal. Ich habe hier gerade irgendwas rot gesehen. Nein, ich bin kein Stier. Komm doch, was muss ich machen? Ich kann da reinhüpfen. Ist das lustig. Ich glaube, ich muss echt ein Stück weiter nach oben. Denn ich habe hier was zerstört und das geht bis nach oben, glaube ich mal. Ich sehe hier auch gerade nichts, was ich so machen könnte. Ich gucke nochmal mit Gespür. Mit dem Geschwül. Nee, aber doch, da oben sind sie alle jetzt. Also ich muss echt nach oben. Das steht schon mal fest. Ich sag mal, wenn man das Spiel mit 15 spielt, dann ist das echt schwerer, als wenn man das mit 18 zockt. Wobei, ich hab's auch schon mal durchgezockt. Ne, da weiß ich ein paar Sachen noch. Ich könnte jetzt auch die ganze Zeit in der Lösung nachgucken. Ich glaube, das habe ich damals bei meinem ersten Let's Play hier von auch gemacht. Obwohl, da war ich auch gar nicht so weit. Oh, okay, so. Speichern. Ich hoffe mal, ich komme auch da auch irgendwie nochmal wieder irgendwie hoch. Na, das lief schon mal sehr perfekt. Wunderbar.
Geil, das geht sogar. Ich kann sogar nach ganz weit nach oben. Nach ganz oben so. Aber jetzt glubsche ich hier gerade mal, ob sich hier irgendwas verändert hat. Gespür, ich brauche dich. Da. Da irgendwo. Ja, guck mal an. Leute, der hat überlebt. Nee, das kannst du vergessen. Ich muss ja nicht lang. Als ob ich irgendwie wieder zurück muss, ne? Als ob. Hier, guck mal, ich lade mal den Speicherstand, dann kann ich immer überall hin switchen. Überall hin switchen. Ich glaube, der war richtig. Jetzt bin ich wieder hier. Ich will jetzt nicht nochmal nachgucken. Hallo, ich muss doch irgendwo lang. Ey, der hat mir irgendwas gezeigt, der Bimbo. Mann. Oder kann ich da irgendwo hoch? Kann ich das irgendwie runterreißen oder so? So scheiße ist das. Meine Fresse, da sind sie alle, da sind sie alle. Aber wie soll ich hier durchkommen? Leute, ich gucke mal in den Lösungen. Ja, geil. Da bin ich wieder. Ey, ich komme darauf nicht klar. Wie soll man da drauf kommen? Ich meine, es sind so viele darauf mittlerweile gekommen, aber wie soll ich darauf kommen, dass ich eine Kette kaputt machen kann? Ja, lol, die habe ich sogar schon kaputt gemacht. Da war noch eine Kette. Cool. Aber wie soll ich da drauf kommen? Meine Fresse. Ich komme auf sowas nie. Okay, da sind wir jetzt. Geilo, geilo, geili. So, mal kurz speichern. Löschen, 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 löschen. Bada boom, chibum. Jetzt leckt das Spiel gerade ein bisschen. Kann das? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe 60 Bilder, alles okay, alles frisch, alles knackig. So will ich das haben. Ich werde halt irgendwie, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich werde nicht drauf gekommen, sagen wir es mal so. Schön, dass das auch andere Leute Let's Playen. Übrigens, ich gucke das die ganze Zeit, also ich gucke es nicht, aber ich habe es kurz eben gerade beim Verdude nachgeguckt. Ja, fick dich. Der heißt so und der hat es auch Let's Playt. Und der hat 2000 Abonnenten, könnt ihr ihn abonnieren, das war ein amerikanischer, englischer, keine Ahnung. Aber der hat mir geholfen gerade. Also er hat mir jetzt nicht so direkt geholfen, sondern der hat einfach seinen Schniedelwutz rausgezogen und war kacken. So. Ich glaube, ich spiele jetzt mal wieder im Vollbild. Ich habe es gerade irgendwie nicht auf Vollbild. Ich speichere gerade noch. Ich beende gerade mal kurz. Also, ich komme hier gerade eh nicht weiter. Denn ich habe gerade mal ein Mikro vor meinem Gesicht. Und deswegen, ich muss das irgendwie... Oh, das hat irgendwie 5 Sekunden lang nichts getan. Finde ich auch okay. Ja, und ich weiß nicht. Ich konnte gerade nichts sehen. Okidoki. Ey, hör auf. Hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf. Everybody, let's get to the party. Wow. Was geht denn ab, Boys? Ja, ich laufe noch rein, Mann. Also, tut mir leid für die ganze Spoilerei, jetzt ich nachgucke und für die Spoilern, dass das Let's Play bald zu Ende ist, ne? Ich meine, ihr seht es ja eh dann, wenn es irgendwann zu Ende ist, aber ich sag mal noch eine gute halbe Stunde Aufnahme. Das müssen 2 Folgen sein. Wenn nicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Dann müsste die das coole Spiel zu Ende sein. Sauber, da haben wir schon mal einen getötet. Ich hasse das, wenn die das machen. Und der nächste ist tot. Ich bin so gut. Finde ich Hammer. Hier kann man sich seine Siege erschleichen. Okay, der scheint noch irgendwo drauf zu sein. Ja, das ist mir aber egal. Ich rede ihn jetzt einfach mal. So. Okay. Hier war irgendwo... Ach, stimmt. Hier war doch irgendwo mal eine Tür, ne? Wenn ich gucke, ich das auch gleich wieder nach.
Auf der anderen Seite, glaube ich. Ist sie jetzt offen? Yo, die ist jetzt offen. Finde ich gut. I'm your sexy boyfriend. Oh, lass mich. Was willst du von mir? Ich hasse diese Typen. Oh, er weicht voll hammermäßig geil aus. Kann ich auch. Irgendwie ja nicht. Mann. Du bist scheiße. Tauche ich hier raus. Ich hab voll Hunger, Leute. Jetzt muss ich mal in der Aufnahme ausnahmsweise nicht auf Toilette, sondern mein Magen knurrt. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. So, ich spiele jetzt weiter, ich kämpfe jetzt ein bisschen weiter, zocke, let's play gerade mal ein bisschen, der ist tot. Wie das denn? Leg mich wie die früheren Kaiser, Cäsar und sowas. Erstmal jetzt schön. Auf mein Bett. Nehmen weiter auf und ihr füttert mich mit Trauben, okay? Ne, ich habe ja noch Schlümpfe, die esse ich mal. Mh. Die kleben mal so ein bisschen. Guck mal, da sind wir draußen. Das wollte ich zwar gerade nicht machen, die Attacke, aber egal. Ey, guck mal, wie episch das aussieht da drüben. Voll episch. Ach, die gehört mir. Du gehörst mir. Sorry, ich konnte gerade nicht schreien, ich hatte was im Mund. Hör auf, mich mit deinem Lichtschwert zu bewerfen, du blöde Slut, du. Ich komm einfach mal von hinten. Einmal durchs Gesicht und so ist es. Kann ich hier runter? Sauber, es geht sogar. Oh, Schlümpfe schmecken geil. Ich habe mir so eine fette Dose geholt mit gesalzenen und ungesalzenen. Richtig Hammer, die ist richtig groß, die Verpackung. Ey, der hat die meine Freundin getötet. Das ist, du kannst das nicht machen, warum machst du sowas? Leider ist mir in dem gezuckerten Schlümpfe, das ist ja in zweierlei getrennt, und in der anderen ist mir Popel reingeflogen, deswegen esse ich von den anderen jetzt keine mehr. Ich glaube, das wollt ihr zwar nicht wissen, aber egal. Ja, meine Freundin kommt. Ich nenne sie Bettina. Bettina Busenich. Ja, Slatz. Ey, Mann, ich muss mich ja mal wieder heilen hier. Voll vergessen. Ja, dein Haut erstmal das Lichtschwert drin. Ey, das erinnert mich an Star Wars Kid, ey. Voll Hammer, ey. Der schlägt gerade mit seinem Lichtschwert um sich und haut erstmal den anderen voll in. Na, der steht hinter ihm und haut erstmal das Lichtschwert den anderen voll in die Fresse. Da sind sie alle voll am Kämpfen. Voll nice. Da sollte ich nicht reinhüpfen. Ich glaube, ich muss die andere Seite rum. Mhm. Oder? Wollt ihr auch einen Schlumpf haben? Könnt ihr haben, kommt ja. Mal kurz speichern. Ja, wie viele Spielstände soll ich denn löschen? So. Vielleicht ist es 2015, dann fängt Berlin Tag und Nacht an oder keine Ahnung, was da läuft. Was ist da los? Was ist da los? Wo muss ich denn lang jetzt, ne? Hm? Könnte jemand das mal verraten? Ach, da oben drauf oder? Nee, Quatsch. Das geht doch nicht. Das habe ich früher mal gedacht. Da habe ich das 2 Stunden lang versucht oder so. Na, das Spiel verzweifelt einen schon. Es lässt einen... Was ist das denn? Ey, hallo! Kannst du mal da rausgehen? Du bist nicht Mario. Du kannst keinen Wandsprung. Du bist immer noch Jaden. Jaden Proudmore oder keine Ahnung, wie der hieß. Ich habe den Namen vergessen. Ah, hier kann ich doch durch, oder? Unrealistisch. Unrealistisch. Unrealistisch.
unrealistisch und so, voll unrealistisch. Kann ich darüber hüpfen?